herzlich willkommen in meinem neuen Studio. Ein Möbelstück fehlt noch, aber ich habe endlich meinen neuen Tisch. Ich habe neue Möbel. Ich kann endlich wieder ein bisschen mehr präsentieren. Und damit fange ich gleich heute an, denn ich habe schon einen super Platz ausgesucht, wo die Sache hin soll. Es ist Samstagnachmittag, der Sonntag. Das Video wird an einem Sonntagvormittag erscheinen, einfach aus Aktualitätsgründen. Das kommt nämlich am 1.8. auf den Markt, genauso wie das da. Leider, komme ich gleich dazu, gibt es den einen oder anderen Versanddienstleister, der denkt, er müsse sich selber auf die Pakete draufsetzen, deswegen sehen die entsprechend aus. Ist mir aber sowas von Wumpe. Ich baue die Dinger ja eh. Es ist schade, wenn ich so ein Ding mal natürlich irgendwo in meinem Lager stehen habe später und ich gucke den Karton an und ich sehe diesen wunderschönen, guckt euch mal das an, diese riesige Delle, da hat sich bestimmt immer draufgesetzt auf ein Paket. Das war super gepolstert, das war echt gut gepolstert, da kann man nichts sagen. Aber der Karton sah einfach aus unter aller Sau. Da kann der Versender nichts für, ist halt so. Wir gehen mal auf die Sache ein, den zeige ich euch noch separat. Und heute gibt es kein Review davon, denn ich packe das Ding jetzt vor euren Augen aus, sondern nur ein kleines Unboxing und wir schwadronieren mal drüber. Denn, was haben wir hier? Wir haben die 76218, erzähle ich eine Lüge, 76218, wo haben wir es denn? 76218, boah, ein 18-Plus-Set mit einem Haufen Teilen. Wo haben wir es denn? 2708 Teile. Und ja, ihr seht schon, das ist ein Modular-Building. Aber da steht was von Marvel. Richtig, das ist das Sanctum Sanctorum als Eckgebäude. Ihr wisst schon, es gab ja die tolle Eckgarage, da oben ist sie. Und es war so ein Eckgebäude, es gab die, was war es da vorne? Ich sehe es doch stehen, wie hieß es denn? Das Boutique-Hotel 2022 im Januar war auch ein Eckgebäude. Und jetzt haben wir schon wieder ein Eckgebäude. Und zwar keins aus der, jetzt heißt es ja Icons-Serie, aus der Lego Creator Expert-Serie, sondern von der Marvel-Serie. Ich bin total gehypt, total fasziniert, wenn da nicht eine Sache wäre. Ab 1.9. steigen die Preise bei Lego. Ab 1.8. in den USA, ab 1.9. in Europa. Dieses Set sollte ursprünglich kosten 229,99 €. Ich glaube 229,99 €. Jo, ab 1. September kostet es 249,99 €. Die haben doch wirklich einen an der Salatschüssel, haben doch die. Deswegen habe ich es mir so früh wie möglich gekauft, um noch den günstigen Preis zu kriegen. Ich habe es bei JB bestellt für 186 € ein paar zerquetschte. Gab ja 15% Rabatt drauf oder im GWP dazu. Und was soll ich sagen? Pünktlich zum Erscheinungstermin ist es da. Ihr könnt es auch noch bestellen zum günstigeren Preis, glaube ich. Bin mir gar nicht so sicher. Ich schreibe es unten in die Shownotes bzw. blende es euch ein. Kann man wirklich überall bestellen. Das Ding ist im freien Handel erhältlich. Nicht Lego-exklusiv, ergo gibt es Rabatte drauf. Ja? Nicht wie die anderen Modular-Buildings, nur bei Lego und bei auserwählten, ich sage jetzt mal wieder Thomas, der Thomas Panke, der Held der Steine, Pleitegeiern. Nein, das gibt es im freien Handel. Sprich, da sind ordentlich Rabatte drauf. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal an. Wir haben, das ist schwer. Ah, wir haben ein großes Gebäude, ein Eckgebäude. Wir haben ein Sanctum Sanctorum aus der Marvel-Welt. Und falls ihr den besseren Ton hört, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe den Fehler gefunden. Ja, es war ein Anschlusskabel zwischen Mikrofon oder zwischen Empfänger und Sender, wo es in den Sender in den PC reingeht. Und ich glaube, ich habe es jetzt gefixt. Also, wenn ihr jetzt einen besseren Ton hört als sonst, hat es funktioniert. Ansonsten hört ihr eben das Backup-Mikro, das da vorne an der Kamera hängt. Egal. Zurück darum. Sanctum Sanctorum. Kennen wir aus diversen Doctor Strange-Filmen. Mit dabei ist auch Doctor Strange und andere Sachen. Kennen wir zum Beispiel aus dem letzten Marvel-Film Doctor Strange and the Multiverse of Madness und Spider-Man Homecoming, den aktuellen Spider-Man. Und es ist einfach ein Mix aus beiden Filmen, sprich aus dem aktuellen Spider-Man und dem aktuellen Doctor Strange-Film. Da sind nämlich ein paar Schergen mit bei, weil zum einen im Infinity-Universum spielt von Marvel und im einen natürlich im Doctor Strange 2-Universum. Minifiguren kommen wir gleich dazu. Ich habe schon gesagt, ne? Wir drehen es mal um. Wir haben ein modulares Gebäude. Wir können die Stockwerke abnehmen. Wir können die Stockwerke abnehmen. Wir können das Dach abnehmen, wir können den ersten Stock haben und das Erdgeschoss. Wir haben ganz viele Schergen mit dabei. Und es sieht einfach stark aus. Insgesamt 32 cm hoch und es steht auf einer Baseplate. Ich baue es nicht auf einer Baseplate. Ich habe mir normale Plates besorgt. Normale Plates, keine Baseplates. Und ich baue das anstatt auf der Baseplate, auf die normalen Plates, wie meine anderen Gebäude auch, dass ich das Lego-Straßensystem anschließen kann. Also nicht wundern später. Heute nur Unboxing und Infos dazu. Das andere wird ein reines Review-Video, meckern und loben. Am Samstag. Wie gesagt, wunderschönes Gebäude, wir haben Funktionen mit drin. Als ich die Ankündigung gesehen habe auf der LegoCon, habe ich gedacht, Leute, ihr seid irre. Ich liebe das Ding, das ist so gut. So. Ich glaube, das haben wir schon ein schönes Titelbild dafür, ne? Und wir haben Funktionen. Wir haben nämlich unterschiedliche Ebenen, die wir rausnehmen können. Wir haben hier irgendwo ein Portal, das wir rausnehmen können.
zeige es euch mal von, nee, von der anderen Seite, sieht man es nicht. Wir haben ein Portal, das wir rausnehmen können. Wir haben ein Alien, ich glaube, das ist Gargantos, das wir rausnehmen können. Und wir haben irgendwo noch eine dritte, da unten sehen wir es, so eine Plakatwand, wo so ein Plakat drauf ist, den wir frei ändern können. Dass wir zum Beispiel dieses Haus auch zu einem ganz normalen, herkömmlichen Haus umbauen können und eine ganz normale Lego City stellen können. Das zeige ich euch im Review. Und da freue ich mich mega drauf. Allein diese Funktion und dass es von innen drin unten die große Eingangshalle hat. Dann hier oben die Bücherei und das, dieses Lektorium mit allem drum und dran. Vielleicht noch ein, zwei Kleinigkeiten. Und oben, oh, oben. Ich verrate mal nicht zu viel. Aber das sind die ein oder anderen Kleinigkeiten aus dem Doctor Strange Film. Versteckt so als Anspielung. Ich bin mega gehypt. Wir machen es mal auf, oder? Dieses riesige Ding. Das gute, scharfe Messer der Wissenschaft. So, Siegel auf, Siegel auf. Ich freue mich so auf das Ding. Kauft es noch zum günstigen Preis, wenn ihr es wo kriegt. So, jetzt gucken wir mal rein. Ich mache hier lieber mal den Dodge Charger weg, sonst räume ich den gleich ab. Okay, Lego, Luft. Lego, Luft. Okay. Hier haben wir einen Karton drin. Ich habe einfach mal wild reingegriffen. Das ist jetzt wie bei der Kirmes. Und es sieht aus, als wäre es eine Baseplate. Ihr habt ja schon erraten, das Ding steht auf einer Baseplate. Denn es ist, ihr habt es erraten, Modularhaus-kompatibel. Eine Baseplate. Das ist das Einzige, das ich nicht brauche. So, dann greifen wir mal weiter rein. Oh, ich habe, oh, eine Anleitung. Und ihr habt schon erraten, anders als die Modular Buildings, haben wir hier Sticker drin. Warum haben wir Sticker drin? Weil ohne Sticker geht dieses Set nicht, ist ein Marvel-Set. Wir haben ganz viel, wir haben echt viel Sticker, geht bis 45. Okay, wir haben ganz viel Anspielung, die zeige ich euch alle. Wir haben richtig viel beklebte Fliesen, richtig viel beklebte Fliesen. Ich verrate noch nicht zu viel. So dick ist die Anleitung übrigens gar nicht für ein Modulargebäude, ziemlich dünn sogar. Wenn ich mir die Modulargebäude-Anleitung von anderen Häusern angucke, dem bestimmten Moment. Machen wir noch einen Preisvergleich übrigens zu den anderen letzten Modulargebäuden. Und ich glaube, wir machen das jetzt einfach so. Habt ihr das Video gesehen von der Klemmbaustein-Lyrik von Henry, wie er sich über das Atari VCS 2600 freut? So machen wir das jetzt auch. Einfach auf mit dem Karton. So, wir haben ganz viel Tüten. Aha. Mhm. Ganz viel Tüten, nichts Überraschendes, super Farben. Sand Green, ganz viel Grau, ganz viel Dunkelgrau, Nougat, ich habe noch keinen pinken Stein entdeckt, ich habe so Bock, das gerade zu bauen, auch hier in meinem neuen Studio, da freue ich mich jetzt gleich mal der Bauplatte hier rauszupacken und das hier zu bauen, das sieht echt gut aus. Und 2800 Teile bauen sich nicht von allein, deswegen entschuldigt, ich hatte das Set schon seit gestern, ja, aber ich habe das einfach gestern nicht geschafft zu bauen, um es heute Morgen ein Samstagsvideo zu bringen. Ich habe es einfach zeitlich nicht geschafft. Seht es mir bitte nach. Aus Aktualitätsgründen wird es einfach eine Woche später, also am Samstag erscheinen, das Review dazu mit ein bisschen Vergleich zu anderen. Ich wollte es einfach ein bisschen aufteilen, nur so einen kleinen Sneak Peek jetzt am Sonntag geben. Ich freue mich da gerade richtig drauf. Ich freue mich gerade richtig drauf. Und wisst ihr was? Wir machen doch die Anleitung auf, oder? Zack. Guck mal da noch rein. Denn... Oh, die Sticker, wie gesagt, mache ich mal weg. So. Die Anleitung sah schon so komisch aus und ich glaube, mein Verdacht bestätigt sich. Oh ja, oh ja, oh ja. Es sind drei Heftchen. Drei Büchlein. Wobei, oh, ich sehe es falsch rum. Un, deux, trois. Eins, zwei, drei. Ist es etwa so, dass man das Set tatsächlich... Das ist ja cool. Man kann mit den unterschiedlichen Anleitungen kann jeder ein Stockwerk bauen. Der erste baut das Erdgeschoss, der zweite baut das Obergeschoss, der dritte baut das Dach. Hier zum Beispiel Anleitung Nummer 3. Wir bauen hier nur das Dach. Anleitung Nummer 2. Wir bauen hier nur das erste Geschoss, das Obergeschoss. Und auf der Rückseite sind ganz schöne viele Anspielungen mit drauf. Berge, Wüste und Weltall. Wer Dr. Strange Teil 1 gesehen hat, weiß, warum das da drauf ist. Ich liebe Marvel und Lego, was es angeht. Eine Sache möchte ich noch zeigen, und zwar ein Anleitungsbüchlein Nummer Uno. Und zwar lüfte ich jetzt ein Geheimnis, nicht wie es unter der Mütze aussieht. Das kriegt ein andermal mit.
Ich lüfte das Geheimnis von Sanctum Sanctorum. Gibt es so eine, zwei Kleinigkeiten mit drin. Hier sind noch ein paar Einrichtungsideen, ein paar Worte vom Designer. Von wegen hier, das Sanctum Sanctorum, so habe ich mir ausgedacht, so sieht es im Film aus und so weiter und so fort. So ist es entstanden und so wieder ein paar nette Wörtchen mit bei. Einsprachig, tatsächlich, nur Englisch. Die deutsche Version gibt es im Internet. Und dann haben wir noch tatsächlich am Ende hier noch ein paar schöne Worte und dann Step through the portal. Und wenn wir durchs Portal schreiten, fängt das Bauerlebnis an. Finde ich super. Ich habe jetzt ein paar Stunden Aufbauspaß. Ich spare mir ein Speedbuild, ich spare mir das andere. Es gibt dann nachher am Samstag ein reines Review-Video, ein reines, wie finde ich das und vergleiche das mit den letzten zwei, drei Modular-Buildings. Guck mal vom Preis her mal, wie das so aussieht und so weiter und so fort. Und dann klären wir mal eine ganz wichtige Frage. Hätte ich gern einmal im Jahr ein gescheites Modular-Building ohne Sticker für 180, 200 Euro? Ich weine jetzt schon, wenn ich wieder an Januar denke. Oder könnte ich mir vorstellen, dass ein-, zweimal im Jahr noch so ein Zusatz-Modular-Building kommt? Gab ja zum Beispiel schon andere Sachen, komme ich auch noch drauf zu sprechen im nächsten Review-Video. Diese Fragen klären wir alle. Jetzt aber mal Bauspaß und in diesem Sinne habt noch einen wunderschönen Sonntag. Bis bald.